Ich bin auch mittlerweile locker 400-500 Euro leichter. Also besser könnte es eigentlich nicht laufen. Wir suchen weiter. Wenn wir es nicht schaffen, dann bin ich schon ein bisschen gebrochen. Ne? Heute sind wir in Düsseldorf auf der Karten Madness und wir werden versuchen, alle 102 Karten aus dem Base-Set zu sammeln. Sollte ich das nicht schaffen, muss ich alle gesammelten Karten an euch verschenken. Ich würde sagen, das wird spannend. Let's go! Strong. Das ist auf jeden Fall strong von Marvin. Sehr gut. Ja. Ich kann nicht mehr. Kann man mit arbeiten. Aber hast du auch Karten dabei, oder? Ich habe ein paar Karten dabei. Ich habe sogar, Trade-Up-Karten dabei. Habe ich kein Interesse an deinen Karten, aber... was soll ich mit dem machen? Also, Zwie Fist? Leute, wir haben einen Stand mit Base-Set-Karten gefunden. Die erste Karte. Der Zustand ist besser, als ich ihn gerne hätte. Weil für eine Common-Karte 8 Euro ausgeben ist schwierig. Passend dazu, Glumanda. Nächste Karte. Alter, hier geht's direkt los. Oh, wieder Samen noch direkt dazu. Let's go, komm. Ich hab das Gefühl, das könnte ein sehr teures Video werden. Oh, die erste Holo. Ah, Digga, 12 Euro ist ein bisschen für die Condition. Egal, wir gucken mal, ob da... Ich kann die Condition gar nicht sehen, weil ich die Kamera gucke. Ah, Condition ist Arsch. Oh, den Bruder gibt's ja nur in First Edition. Dementsprechend nehmen wir mit. Wie schaut's denn preislich aus? Kannst du da, also ich sag mal, einen Bundle-Preis oder so? Also wir werden insgesamt bei 49, könnte ich dir für 42. Mhm, darf ich einmal? Ja. Dann schau ich einmal selber nochmal durch. Eine Rare. Zwei Holos. Ist okay, wenn wir für 35 für alle machen? Ja. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Leute, erster Kauf ist getätigt. 35 Euro für diese Karten. Bin ganz ehrlich, war ein bisschen teuer, aber irgendwo muss man anfangen. Deswegen suchen wir nach den nächsten Karten. Weiter geht's. Pass auf, direkt neben Kevin Kurani. Wow. Jetzt kannst du aber nicht über das... Doch. Ich muss das aufnehmen. Wir sind aber nicht ohne Grund hier. Haben wir schon gedacht. Wir haben eine Mission. Eine Mission. Und zwar sammeln wir alle 102 Base-Set-Karten. Ja. Und wir sehen zum Beispiel ein Tour-Talk. Wir sehen auch ein Bisa-Floor. Oh ja. Mhm. Bei den Karten muss ich ein bisschen auf die Condition gucken. Vielleicht finde ich noch ein günstiges Bisa-Floor. Nein, also ich bin ja hier auch, ne? Das ist ja hier auch eine Basis immer. Ah. Die Verhandlung auch. Ja. Und nicht nur auch, ich auch ein bisschen der Freundschaft und Sympathie. Mhm. Und bei dir sei natürlich... Ja, also ich sag dir ehrlich, wenn du mir bei dem Tour-Talk noch einen Ticken entgegenkommen kannst, dann nehme ich das auf jeden Fall schon mal mit. Ja. Und wegen dem Bisa schaue ich mal, ob ich vielleicht noch ein schlechteres irgendwo finde. Okay, ja, dann nehme ich als erstes mal nur das Tour-Talk mit und damit haben wir den ersten der drei Starter, was schon mal sehr, sehr gut ist. Let's go! Das ist leider hier nur japanische Karten von den älteren hier. Das können wir nehmen als Pikachu. Nee, ich glaube nicht, dass es durchgeht. Das geht nicht durch. Schade. Ich bin gespannt, wie Pfeil und Bogen auf die deutschen Base-Set-Karten, wenn sie denn kommen. F. Schade. Warte, ich gehe jetzt ungefragt schiebe ich das Slap-Schild weg und, Achtung, mal ganz kurz, und fasse den Mann einfach an die Nippel. Ah. Wo sind die Base-Hit-Karten? Oha, auch wild. Aha. Ich habe da gerade sogar noch was Interessanteres. Unten Garados. Sehr gut. Ich glaube, das war's. Ich habe Nido gegen im Ordner. Also wenn du Zeit und Lust hast. Okay. Shoutout Rave Cards, sehr, sehr nice. Einfach ein Bein da bekommen fürs Base-Set. Ehrenwert. Der gute Herr hat einfach ein Nidoking. Was willst du für diese wunderschöne Karte haben? Ich habe 2 Euro dafür bezahlt. Oha. Und kannst sie gerne behalten. Oha, nein. Pass auf, ich hab was Gutes für als Tausch. Das ist absolut ehrenwert. Also das ist sehr, sehr korrekt. Wir haben gerade einfach dieses wunderschöne Nidoking geschenkt bekommen. Und im Gegenzug, ich habe natürlich immer ein paar Booster mit, gibt es jetzt einen Booster auf Nacken. Was haben wir denn hier? Wir haben Lost Origin, Vivid Voltage, Brilliant Stars. Such dir einen aus. Lost Origin. Lost Origin, auf geht's. Giratina Old Art. Das wäre wild, wenn du jetzt eine krass... Also das wäre insane. Was haben wir dabei? Ich glaube, aus dem Display haben wir bislang noch nichts Insanes gezogen. Nee. Also könnte ja gut sein, dass was Nice mit dabei ist. Spinner Rack Reverse und... Noch eine Spinne. Der Marvin war ja schlecht, hast du ja gesagt. Ja. Strong. Das ist auf jeden Fall strong von Marvin. Jo. Das war stark. Das ging gar nicht. Ja, ey, das war gut. Ja. Ja, auf jeden Fall jetzt das. Das war solide. Anni. Hallo. Wir versuchen heute das gesamte Base-Set zu sammeln. Ach hey, habt ihr Base-Set-Karten bei eurem wunderschönen Stab? Vintage-Karten haben wir auf jeden Fall in der vorderen Box da drin, eine ganze Menge. Mhm. Das sind halt eher so die ganzen Commons und Uncommons, die werden euch wahrscheinlich auch fehlen. Die werden uns auch fehlen.
Also, schauen wir mal vorbei. Vielen, vielen Dank. Ab jetzt müssen wir ein bisschen dreister sein, weil sonst reicht weder die Zeit. Also, die Messe ist dann halt einfach irgendwann vorbei, wenn wir uns nicht ein bisschen sputen. Deswegen, wir müssen jetzt reingehen. Wir schubsen jetzt einfach alle weg. Dürfte ich so ein bisschen hier durchgucken? Das wäre mega, mega lieb. Ich nehme mir einfach mal einen Stack raus hier und gehe rüber auf den anderen Tisch. Oh, nice. Okay. Hauptsache, ich sag bei Jungle nice. Ja, Jungle brauchen wir ganz dringend heute. Dass die Cardbuddies uns hier komplett durchcarryen, hätte ich nicht gedacht. Aber an der Stelle liebe Grüße. Leute, ohne den Mann hinter der Kamera, ja, wäre ich völlig aufgeschmissen. An der Stelle ganz, ganz, ganz viel Liebe an Cookie Cards. Erster Link in der Beschreibung, alle mal auf Instagram Follow da lassen. Der macht übrigens auch super, super coole Shows auf Vogt und Vogt. Ja, und YouPorn. YouTube. Nee, weiß ich jetzt gerade. Aber ich weiß auch nicht genau. Irgendwo, wo man so Videos gucken kann. Ja, irgendwie so. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, oder wie das heißt. Ja. Das war. Oh, na, kurz gedacht, aber nicht. Diese Mission heißt Basehead. Sei doch Basehead und nicht Basehead 2. Das triggert halt auch irgendwann. Leute, wir haben jetzt gerade ungefähr eine halbe Stunde lang alle Karten von den Cardbuddies durchgesucht und wir haben gefunden Folgendes: einen ganzen Haufen Trainerkarten. Leute, wie viele Trainerkarten sind das bitte? Und. Einmal bitte auf den Tisch gucken, wir haben hier eine Selektion an wunderschönen Basic-Karten. Wir haben sogar irgendwo eine Rare, hier ist eine Rare. Alle Karten bei 2 Euro gepreist. Mal gucken, ob der Sascha uns Ehrenpreis macht für den Piloten. Wir haben hier bei euch 51 Karten aus dem Basic gefunden. Das ist doch schon mal ein guter Deal eigentlich, oder? Das ist eine Menge Karten. 2 Euro pro Karte, kannst du uns noch irgendwie entgegenkommen. Pass auf, da machen wir hier, da wären wir ja eigentlich bei 102. Exakt. Machen wir 80. 80 Euro. Machen wir doch mal direkt ein bisschen Rabatt drauf, oder? Das hört sich doch noch eine sehr faire Sache an. Gut. Machen wir. Also. Wunderbar. Perfekt, dann hat's auf. Sehr gut. Vielen Dank. Liebe Grüße an die Cardbuddies und ich würde sagen, ein dicker Schritt Richtung Masterset. Das auf jeden Fall. Wir sind am Lama-Stand angekommen, Leute. Und was könnte das bedeuten? Ganz viele schöne Karten. Nidoran und, nee, doch Nidoran fehlt. Wir werden hier einige Karten finden, die uns fehlen, glaube ich. Follow haben wir ebenfalls, Zigda haben wir auch, Onyx haben wir auch, Kukuna haben wir ebenfalls, Nidorino! Uiuiuiui! Big, big, big. Nidoran, Nidorino. Gönn mal jetzt hier, was ist das? Oh, Dratini! Alpollo. Haben wir das noch nicht? Nee, ne? Haben wir das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben das. Ich wollte nur mal kurz anmerken, dieses Glumanda ist nicht deutsch. Was sagen Sie dazu? Scam. Wir wurden gescammt. Sollen wir zurück zu dem Guy gehen, der uns 35 Euro für diese Karten hier abgenommen hat, was schon viel zu teuer war, und dann einfach dieses wunderschöne Charmander Grafico Barriere Sacatra. Es ist Spanisch. Oh, Pikachu! Pikachu! So viele gleich. Aber eins reicht. Ja, eins reicht. Leute, gleich die Holos, ne? Ich habe wirklich Angst. Ich habe auch keinen... Hast du einen Überblick, wie viel Geld ich bislang ausgegeben habe? 324 Euro und 22 Cent. Digga, ich hoffe, es ist nicht, also ich hoffe, es ist wesentlich weniger als das. Wir haben noch keinen Glurak, wir haben noch keinen Bisaflor. Warum mache ich das eigentlich auch? Das macht auch wenig Sinn. Wir haben noch ein paar Common-Ankommen-Karten gefunden, unter anderem Pikachu, ein deutsches Glumanda und Shiggy. Und jetzt, meine Freunde, es ist Zeit, zum ersten Mal Karten in den Ordner zu packen, weil wir verlieren vollkommen den Überblick und wissen nicht mehr, welche wir haben und welche fehlen. Deswegen, wir haben jetzt alle Karten sortiert oder einigermaßen so. Oh. Wir haben alle Karten sortiert. Wir haben insgesamt 6 Holos. Also ich habe jetzt gar nicht gezählt. Wir werden gleich nochmal sehen, wie viele Karten wir insgesamt haben. Wir fangen jetzt einfach mal an, alle Karten einzusortieren. Und ich glaube, wir haben einen ganz guten Fortschritt gemacht. Schauen wir mal nach. Wir legen los mit dem Turtok an 2. Position. Digga, bodenlos. Rein da jetzt, mein Gott. Leute, der Binder wird sich gut füllen heute. Ich bin confident. Nee, warte mal. Never mind, da ist die 10. Ich bin dumm. Das triggert halt auch irgendwann. Wir packen jetzt einfach mal eben alle Karten ein und dann schauen wir mal, was noch so fehlt. So fehlt. Eine Ewigkeit später. Guten Tag, wir haben alle Karten eingeheftet, die wir bislang haben. Und wir sehen, wir haben durchaus ganz guten Fortschritt gemacht. 6 Holo-Karten haben wir. Dazu, guck mal, eine ganze Seite voller Uncommons. Sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, allgemein, der Fortschritt geht auf jeden Fall fit. Und es fehlen gar nicht mehr so viele Karten. Die Energien werden das Problem. Aber wir werden schauen. Vielleicht finden wir noch jemanden mit einem Master-Set oder so. Das wäre natürlich krass. Sascha von den Cardbuddies hat uns gerade gesagt, irgendwo läuft jemand rum, der ein Master-Set vom Base-Set Deutsch Unlimited hat. Vielleicht finden wir den ja noch. Let's go. Wir müssen jetzt hier einen Glurak und Bisaflor mitnehmen. Wir müssen gucken, ob er uns entgegenkommen kann, weil so 250 Euro für die beiden Karten wäre mir einfach zu viel. Ich muss ja auch irgendwo gucken, ne, wo ich bleibe, weil wenn ich das nicht schaffe, muss ich das Geld natürlich auch verschenken. Im Prinzip verschenke ich jetzt gleich einfach 200 Euro, wenn ich das heute nicht schaffe. Und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, deswegen. Ich brauche Glurak und ich brauche Bisaflor. Wir haben keine gefunden bis jetzt. Aber warum habt ihr euch hier gesehen, ne? Weil ich habe nämlich schöne. Du hast sehr schöne, ja. Ja. Aber das Ding ist, du kannst dir vielleicht denken, worauf ich hinaus will. Ich habe heute bereits für einen Haufen Beikarten mehrere hundert Euro ausgegeben. Ja. Und jetzt musst du ganz, ganz stark sein. Oh. Und mir irgendwie für... Also ich,
du hast mehrere Gluraks, habe ich gesehen. Da wird's, also hier ist eins, ich glaube, das ist noch billigere. Das billigste ist so schon billig. Mhm. Aber wo ist dein Budget, mein lieber Freund? Also mein Budget ist natürlich... Den haben wir schon mal in der Pipeline, in der Didgeridoo Pipeline. In der Pipeline, das Pizza Floor, wunderbar. So. Jetzt natürlich die Frage, das billigste Glurak hier. Das billigste Glurak. Da haben wir schon mal zwei Kandidaten, ne? Da wären wir ja eigentlich bei 200, ne, so. Und noch was. Wo sehen wir uns denn da? Also, in Summe wären das 255. Ich schau mir die Karten nochmal ganz kurz an. Schau dir mal genau an. Reden kann man ja, ne? Aber das wäre krass, wenn du dann alles, hast du dann alles fertig schon für heute? Nee. So. Aber das teuerste ist schon mal weg da. Ja, ja. Dann mach doch mal ein nettes Angebot, ohne dass wir nicht mehr Freude sind danach. Das Glurak liegt auf Card Market, so Lightplate bis Good, so zwischen 200, zwischen 120 und 130. Ja. Und das Bisa in Good bis Excellent so zwischen 50 und 60. Ja. Wenn du mir so in diese Richtung entgegenkommen würdest, ja, wäre ich dir sehr verbunden. Dann wären wir in Summe bei 170, so. 180. 180 in Summe für beide? Ja. Und, okay, also, will ich machen. Wenn du mir das auf die Hand gibst, mache ich das für dich. Ich küsse dein Herz. Immer gerne. Ist auf Video, genau. Sehr schön. Ja, sehr ich schön. Erwarte das auch. Ne? Ja. Nee, kriegst du nicht. Meine Karten, danke dir. Also Leute, wir haben gerade einige Holos eingesleeft. Wir haben jetzt hier noch das Bisa Floor und das Glurak. Mittlerweile bin ich tatsächlich arm. Nächsten Monat werde ich nur Wasser und Brot fressen. Tani, weißt du, wo man hier Durchsagen machen kann? Das würde ich gerne auch wissen. Also, passt auf. For real? Wenn du es rausfindest, sag mir Bescheid. Das machen wir. Ja. Okay, wir gehen jetzt dahin und gucken, ob wir Durchsage machen können. Also Leute, es fehlen, ich würde mal schätzen, noch ungefähr 20 Karten. Und ich bin auch mittlerweile locker 400-500 Euro leichter. Also besser könnte es eigentlich nicht laufen. Wir suchen weiter. Wenn wir es nicht schaffen, dann bin ich schon ein bisschen gebrochen. Ne? Also wir haben jetzt gerade gefragt, ob wir eine Durchsage machen können in der Halle. Und wir dürfen eine Durchsage machen. Das ist stark. Moin Meister, hier ist der Poképilot. Wir versuchen heute, das gesamte Base-Set mit allen 102 Karten zu vervollständigen. Falls jemand noch Karten hat, kommt gerne oben in die Trade-Area. Danke. Bester Mann, danke schön. Danke schön, danke schön. Wie ihr sehen könnt, ist mittlerweile wesentlich weniger los. Bedeutet, wir werden eine bessere Übersicht haben, welche Karten es wo gibt. Dementsprechend schauen wir jetzt nochmal und hoffen, dass wir die letzten Karten finden. Let's go. Wir looten mal, ne? Ja, ja. Der Defender, er fehlt. Die haben wir safe nicht. Die Farblos-Energie. Den Professor haben wir, die Wartung haben wir, die Pokémon-Flöte haben wir nicht. Okay, das war's. Ich glaube, das war's. Radikal. Rein in den Lachs, damit haben wir die beiden Seite komplett. Boah, guck mal. Zack, zack. Oh ja. So, was haben wir hier? Die Flöte. Was ist das? 86? Wo ist das? Wer ist das? Hier. Hast du zufällig noch ein Set Energien irgendwo rumflattern, ne? Leider nicht mehr. Die werden nämlich nochmal schwierig. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Und weiter geht's. Entschuldigung. Dürfen wir hier Karten, die wir brauchen, rausnehmen? Und ja. Sehr gut. Ja. Vielen Dank. Viel Erfolg noch. Dankeschön. Leute, für 3 Euro. Ja, ich hoffe, dass ich es hinkriege. Die nächsten beiden Karten. Eine Ewigkeit später. Gesundheit. Danke. Und? Ja. Es fehlen nicht mehr viele Karten. Wie lange haben wir noch? Stunde oder zwei? Ich gebe gerade ein bisschen die Hoffnung auf. Aber wir haben Turtok, wir haben Glurak, wir haben Bisa Floor, wir haben die guten Rare-Karten. Es fehlt nicht mehr viel. Aber es war ultra teuer auch bis jetzt. Ich habe so viel Geld ausgegeben. Wir müssen noch mal los, glaube ich. Ich habe eine kleine Überraschung für dich, okay? Ich habe es dir ganz endlich gesagt. Ich habe was dabei, das dir jetzt den Arsch retten könnte. Hast du selber Base-Karten mit? Ja. Sascha von den Cardpartys hat uns gerade gesagt, irgendwo läuft jemand rum, der ein Masterset vom Base-Set Deutsch Unlimited hat. Der gute Mann sagt, er hat Base-Set-Karten bei. Ob das wohl stimmt? Geht das als Base-Set durch? Nee, das geht nicht als Base-Set okay. Durch. Danke. Aber vielleicht das. Oi. Aber vielleicht das. Cool. Ah, nein! Kurt will mir jetzt den Arsch retten. Er hat sein eigenes Masterset dabei, aber... Okay, pass auf, Bruder. Ich gebe dir alle Karten, aber das Torboga müssen wir noch finden. Okay? Boah, das sind... Oh Gott. Das schaffen wir aber. Ganz ehrlich, hier sind Sachen drin, die hättest du so auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr hier gekriegt. Energiekarten. Energiekarten, Leute. Wer bringt Energiekarten? Überlegt euch mal, also Energiekarten, du findest hier keine Base-Set-Energien. Das gibt's hier einfach nicht. Ja. Also, das ist auf jeden Fall Rettung in allerhöchster Not. Wir haben zwar noch knapp 2 Stunden Zeit,
Aber trotzdem, diese Karten jetzt alle zu finden, wird auf jeden Fall eine Challenge. Wir waren schon so gut wie an jedem Stand hier. Es gestaltet sich als schwierig, aber du bist ein Macher. Imagine, wir schaffen das wirklich. Das wäre schon krass. Also, lustig ist, ich habe mir das die ganze Zeit immer angeguckt von hinten und habe gedacht so, ich könnte ihm jetzt helfen, aber wäre ja langweilig, wenn. Lass ihn erstmal machen. Jetzt merke ich, dass er so ein bisschen am Scheitern ist. Ich glaube, jetzt kann ich ihm ruhig mal helfen, oder? Danke. Wir schauen mal durch, ob da noch ein paar Sachen bei sind, die ich brauche. Aber das ist wild. Kuki-Cards, meine Freunde, der allerechte. Ohne den wäre das der allerechte Kurt-Film, Kuki-Cards. Kurt-Film, Kuki-Cards, aka Doppelname. Kevin, aka Kurt, der allerechte. Aka Kurz-Film. So, wir starten durch. Hier einmal ein Simsala. Pipi. Nokchan. Dass wir keinen Nokchan. Das ist bodenlos, ne? Dass wir noch kein. Guck mal, wir haben nicht ein unlimitiertes Nok, oder? Das ist ja auch Scam. Aber taken wir, nehme ich mit. Tweety und links, Zapdos. Zapdos, easy. Ey, guck mal, Alter, wir haben 12 von 16 Holos in 6 Stunden oder so. Stabil, okay. Das sind die Holos, Leute. Oh Gott. Electric. Rechts, ja. So, hier. Und damit, Leute, haben wir bis auf Tauboga eine Karte. Und zwar. Das Tauboga Rare. Ich habe das Tauboga sogar vorhin gesehen, aber in First auch. Es fehlt eine Karte, ne? Es ist schon ein bisschen Cheaten, ne? Muss man dazu sagen. Es ist schon ein bisschen Cheaten. Wir haben bei aller Liebe alles gegeben, ja? Keine Kosten und Mühen gescheut, hier heute alle Karten zu sammeln. Und dieser kleine Support von dir, eher größerer Support, ist schon sehr, sehr nice. Aber es fehlt immer noch eine Karte. Und hier, Leute, schaut euch das bitte an, ja? Tauboga. Alle Karten aus dem deutschen Base-Set, außer das scheiß Tauboga. Und wir gehen jetzt auf die Suche. Okay, Leute, wir haben heute noch genau eine Mission, und zwar dieses Tauboga finden. Ab dafür. Hier gedrückt halten. Achtung, Achtung, hier ist nochmal der Poke-Pilot. Uns fehlt noch genau eine Karte für das deutsche unlimitierte Base-Set, nämlich das Tauboga. Sollte jemand das unlimitierte Tauboga haben, kommt gerne zu uns, ihr werdet gut entlohnt. Dankeschön, viel Spaß noch. Wo sind wir denn? Du musst sagen, wo wir sind. Wir sind unten bei den Card-Buddies. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Tauboga. Anni, wir brauchen ein Tauboga. Also ich fand deine Ansage eben sehr lustig. Ja. Er ist ganz schön gebrochen, habe ich das Gefühl. Also ich bin tatsächlich gebrochen. Ey, wenn ich das Tauboga nicht finde, muss ich das alles verschenken. Echt? Ja. Was cool. Ja, mega cool, oder? Also, es wird dir nicht helfen, wenn ich sage, dass ich zu Hause auf jeden Fall noch einen Tauboga habe. Ja, ich habe zwar nicht auch noch einen Tauboga. Okay, ja, cool. Das bringt natürlich jetzt nicht so viel. Den Namen gedruckt. Ja, einfach den Namen gedruckt. Ja. Sehr einfach. Ja, das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Okay, eins von drei haben wir. Das könnte extrem peinlich werden, ne? Das war schon extrem peinlich. Von daher, so, hier, komm. Das ist doch, das ist glaube ich... Das es ist also ein bisschen Salz in die Wunde. Es ist eigentlich lustig, dass es in der Liste ist, das war nicht so geplant. Nee, war vielen Dank fürs Mitmachen. Du kriegst leider keinen Evolving Skies Booster von mir. Schade, kein ja. Turm, wann anders. Vielleicht wollte ich... Lass mal das Boden drin. Ja? Nein! Ist das? Oh, hast du geholfen? Ich bin da. Ja. Guck mal, was du mit viel Ruhe hier... Ey, Bruder! Gut gemerkt auch. Ey, das ist insane. Es war nicht nur viel zu teuer für die Karten, die wir gekauft haben, sondern wenn ich das dann jetzt auch noch alles hätte verschenken müssen, ey, ich glaube, die Stimmung wäre auf jeden Fall gebrochen. Und zwar vollends für heute bei mir. Aber das Tauboga geht im Sleeve in den Ordner. Und damit, meine lieben Freunde, haben wir es geschafft, an einem Tag hier auf dieser Messe alle 102 Karten aus dem Base-Set zu sammeln. Wir haben es tatsächlich geschafft, alle 102 Karten aus dem Base-Set zu sammeln. Und das nur heute auf der Messe. Ich kann es kaum glauben, dass das passiert ist. Also bedeutet das natürlich kein Base-Set Master-Set Giveaway zu den 10.000 Abonnenten, aber wir lassen uns auf jeden Fall was Cooles einfallen. Wir gehen jetzt erstmal, ich weiß nicht, irgendwie ein Feierabendbierchen trinken oder so. Wir freuen uns
dass wir das tatsächlich geschafft haben. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt und schreibt auf jeden Fall was in die Kommentare für dieses insane Video. Es war sehr, sehr teuer, sehr aufwendig, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und darauf würde ich sagen, wird nochmal ordentlich gedübelt. Es triggert halt auch irgendwann.